Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Traumhaft. Räumen am Morgen vertreibt auch Kummer und Sorgen. Sei mal ganz ehrlich. Du, wo ist eigentlich der Bacon? Der ist hier. Alles klar. Und wir machen jetzt unsere Frühstückspfanne, bestehend aus Bratwürstchen, Paprika, Zwiebel, Knoblauch, er hat schon angefangen zu schnippeln, und diesen geilen Bacon, den mir der Zuschauer, der Moritz, zugesendet hat. Habe ich vor ein paar Videos einmal ausgepackt. Und jetzt ist es soweit, wir schneiden den an und probieren den. Yummy. Gut. Schneid du den Rest fertig. Mach ich. Und ich mach dann den Bacon. Bacon. Und das Ganze wird draußen wieder auf der Weberkugel gemacht, auf dem Barbecue-Kreuz. Aber dieses Mal mit richtig schönen geilen Kohlen oder Briketts. Bambus-Briketts waren das, glaube ich. Mhm. Und aufpassen tue ich ganz gewaltig, dass man der Heumann nicht überheizt. Bei denen die Kohle überheizt sich nicht. Das. Ich sage jetzt besser nichts. Sonst müsst ihr ihn wieder hauen. Mit Kohlen kenne ich mich aus. Aber hey, schau mal die Zutaten an. Ein Hoi mit Ei und herzlich willkommen. Hier haben wir die geilen Zutaten. Wir haben hier Knoblauch, Petersilie, Zwiebeln, Würstler, so grobe Bratwurst. Genau. Paprika, Paprikapulver, falls man... SPP, Salz, Pfeffer, Paprika. Genau, und dann haben wir hier Eier, 6 Eier. Ja, das hat jetzt da der geile Burgerkäse noch. Genau. Das hat jetzt der Heumann soweit vorbereitet. Und ich werde mit euch jetzt den geilen Bacon anschneiden. Bacon! Jawohl, jetzt fange ich auch schon an wie der. Oh Mann. Bacon. Hilfe. So, Freunde, Attacke. Oh, geil, geil, geil. Bin hier am Überlegen, wie ihn runterschneid. Schneiden wir erstmal mal einen Finger. So ein paar Streifen runter. Müssen wir ja nachher fast noch eine Moritz-Gedächtnisminute einlegen für diesen geilen Bacon. Boah, ist der geil. Mmh. Ist gut, oder? Mmh. Probier selber. Okay. Aha, hahaha. Oh, der ist gut. Mhm. Der ist ja mal richtig, richtig gut. Mhm. Oh ja. Respekt, Hut ab. Geil gemacht. Richtig, richtig geil gemacht. Mhm. Schön würzig. Aber auch nicht zu viel, sondern richtig, richtig. Genau richtig. Ja, genau richtig. Ganz ja. Genau richtig. Ja. Ach komm. Eine Scheibe geht noch. Ja, auf alle Fälle. Ja. Nachdem du ja jetzt schon die halbe weggefuttert hast. Ja klar, ja klar. Was gut ist, muss mal probieren. Ach Schatz, willst du auch noch probieren? Ja, bitte. Bitte ist schön. Das alles? Ja, zum Probieren reicht es. Probier das jetzt. Oh, da war es ja aber schnell. Also. Hast du das gesehen? Der hat mich bedroht mit dem Messer. Ich hab's gesehen. Du hast es gesehen. Er wollte mich umbringen. Nein. Du hast Bacon gestohlen. Unberechtigterweise. Und da steht Todesstrafe. Das ist nicht nett. Aber lecker.
Sag ich doch. Also Moritz, dein Bacon ist so geil, der wird sogar schon gestohlen. So, den hauen wir gleich mit aufs Blechel drauf. Was randalierst du da hinten? Den machst du hier. So, Freunde, somit wäre unser Blech vollständig und wir können Blechkäse, den legen wir hier jetzt einfach so mit drauf, Eier, Salz, Pfeffer, Paprika mit hinausnehmen. Hau ab mit deinem Handy. So, Freunde, ich sagte ja, wir feuern mit Kohlen an und dass wenigstens einmal in ihrem Leben diese Grillshow-Kugel mit richtig guten Kohlen befeuert wird. Nehme ich meine neuen Lieblingskohlen von Klaus Grillt auf heißen Kohlen. Und die kommen jetzt in die Grillschokugel rein. Und jeder, der was zu motzen hat, der kann mich mal. Es ist, glaube ich, zu viel für einmal eine Pfanne schnell. Ich könnte ja dann die auf alle Fälle wieder ausmachen mit dem Deckel. Ja. Hier sind welche. Also, du holst Anzünder. Ja, ein paar Anzünder unten rein anfeuern und gib ihm. Und dann wasche ich mir nämlich hinten die Pfoten und bei der Gelegenheit bringe ich auch gleich die Pfanne mit. Ja! Drück Pause oder aus. Mach ich. Haben wir überhaupt aufgenommen hier, oder? Ja, ja, hast du aufgenommen. Leider. Die Kohlen halt, die Kohlen. Hey Leute, da haut der Holmen jetzt doch echt ab und geht zum Duschen und lässt mich hier draußen stehen. Meint, bis die Kohlen soweit angefeuert sind, ist er wieder da. Naja, gucken wir mal. Aber solange er jetzt nicht da ist, muss ich mal ganz ehrlich was sagen. Der Kerle darf jederzeit wieder kommen. Echt geil. Und ich glaube, wenn hier alles eben wäre, hätte er mich bloß in meinem Computerstuhl reingesetzt und hätte mich immer rumgeschoben. Und ja, du brauchst gar nichts machen, guck einfach zu. Also, ja, ist wirklich so. Also, Heumann ist ein sehr angenehmer Gast. Man muss ihn vielleicht bloß vorher sagen, er soll nicht ganz so aufdrehen. Aber es ist richtig geil mit ihm. Und diese Szene sieht er erst, wenn er das Video anschaut. Mhm. Aber, pst, ich muss ihn jetzt noch ein bisschen ärgern. Gut, also, die Kohlen sind gleich soweit und dann können wir loslegen. Hoi, man, dein Einsatz! Jo, alles klar. Du willst schon nicht nur Grillrost drauf tun, oder? Hallo? Was? Barbecue-Kreuz? Ach, Barbecue-Kreuz! Oh, Mann, ist oh, das... zum Glück hast du mich gerade dran erinnert! Das ist ein vergessen. Vogel! Ich hab's echt vergessen, jetzt hab ich's falsch rum auch nicht zusammengebaut. So, jetzt hat. Das Barbecue-Kreuz. So. Und lass deine Finger vom Feuermaterial weg. Warum? Das hat doch letzten Mal gut funktioniert. Ja, ja. Ich hau dir. Ja, die gute FP35 von Pedromax. Dann kommt ordentlich Butterschmalz hinzu. Ich sagte ordentlich. Ja, warte, ich habe ihn nicht mehr rausgekriegt. Bleib doch locker. Das ist gut drin. So. Ist das ordentlich? Ja, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Langsam, okay. So. Ey, jetzt reicht's aber, übertreiben brauchst du nicht. Was heißt das? Was sagt das? Ist zu wenig? Jetzt ist es zu viel?
Du weißt doch selber nicht, was du willst. Doch. Was? Die Zutaten jetzt gleich. Alles klar. So. Moment, erst einmal ein bisschen schmelzen lassen und noch ein bisschen aufheizen lassen. Ja, okay. Kein Problem. Dann erst die Zwiebeln und Bacon und so. Und Knoblauch und am Schluss. Du kannst doch alles von mir aus auf einmal reinhauen. Nee, beim Knoblauch ist so, der wird dann bitter. Ach, das ist doch Geschwätz. Neu, das ist wirklich so. Das ist Geschwätz. Habe ich noch nie was rausgeschmeckt. Wisst ihr was? Sollst du heim machen? Ja, mach ich schön. Ja, bitte schön. Ja, mach ich auch. Ich geh rein. Ja, dann geh doch. Ich lass die Cam einfach weiterlaufen. Und wehe, du lässt das über mich rum, das schneide ich dann einfach raus. Ich kann aber auch noch mal einfeuern, wenn du willst. Tu da noch ein Stück Kohle oder sonst irgendwas rein und ich reiß den Grund ab. So, also jetzt kommen die Zutaten rein. Wir machen erstmal hier die Zwiebeln. So gut wie es geht. Dauert ein bisschen, bis es wurzelt. Aber den Sound hört ihr gleich. Ich muss mir kurz den Handschuh anziehen. Weil es von unten ein bisschen warm wird, wenn die Kohlen her. Ah ja, sieht man. Super. So. Also er hat mich wirklich allein gelassen. Er ist wirklich eine Mutter. Jetzt weiß ich nicht, was er macht, aber ich krieg das hin. So wie bei Gott schon auch. Ich habe alles hingebracht. Ich weiß gar nicht, was er drüben hier will. Ah, du mal das neu. Du mal das neu. Super. So. Jetzt legen wir mal die Seite. Und jetzt hole ich euch mal ein bisschen näher hin. So, guckt euch das mal an. Guckt euch das doch mal an. Schön traumhaft, oder? Putzen wir jetzt weiter an. Also jetzt hat der Heumann gerade Glück gehabt, die Kamera wäre fast am Boden gelegen. Also, Heumann, lass meine Sachen in Ruhe! Du, mal eine Frage, können wir jetzt noch ein bisschen Kohlen auflegen? Nein! Warum denn? Das sind so super Kohlen, jetzt komm, legen wir noch ein bisschen was auf. Nein, Basta. Ich hau ihn noch. Aber, wird schon super. Schatzi hat dich auch gerade geschimpft. Willst du sagen, warum? Ja, ja, weil ich es nicht gescheit durchgeschnitten habe. Ja. Ja. Ich bin aber davon ausgegangen, dass es beim Braten die Haut von den Bällchen oder halt von der Wurst weg aufgeht, weil die so dünn war. Der ja, nettes Rauchen, ey, guck mal. Oh, wer hat's verkackt? Däume! Nein, das wird wieder super, glaub mir. Schaka! Wird super. Also jetzt darfst du mal wieder umrühren. Ja. Weil wir haben festgestellt, der Heumann ist auch einer, der viel zu viel ja, in dem Zeug rumrührt. Du sollst es wenden und nicht einfach bloß von links nach rechts. Bullshit. Kein Problem. Ja, war bei mir auch ein Lernprozess. Hoppala, lass es rausfallen. Hoppala. Ja, das kann mal passieren, weißt du, das ist die 10%ige Verluschen, wo immer passiert. Also wenn wir soweit fertig sind, dann machen wir wieder an. Das braucht nur ein bisschen. Bis gleich. So, Freunde, jetzt muss ich mal wieder kurz übernehmen, weil ansonsten haben wir hier total verkohlte
Zwiebeln. Die Würstchen sollten jetzt eigentlich auch schon durch sein. Die sind jetzt leider nicht ganz so braun. Also besser wäre es gewesen, erst die Würstchen anbraten, Würstchen wieder raus, dann das Gemüse rein. Aber so geht's auch. Kannst du gleich das restliche Gemüse reinhauen. Genau. Und ich komme mit den Gewürzen. Dann hauen wir mal drei Schnauze drüber. Salz. Nein, noch nicht den Käse. Ja, ja. Etwas Pfeffer. Und schön Paprika. Für die Eier von jetzt. Richtig. Dann fang du mal mit den Eierkloppen an. Boah, das restliche Holz, was da unten drin flackt, das ist furchtbar. Das raucht. Boah. Wahnsinn. Schneller. Boah. Ja, ich beeile mich. Ich sehe gleich gar nichts mehr hier. Das hast du auch vom Spiegel geübt, oder? Nee, wieso? Gar nicht, gell? Das raucht. So. Boah, eine richtig geile Eierpfanne. Mit Würstler. So, hau den Käse drauf. Jo. Das habe ich alles schon schneller gesehen, aber nicht von dir. Von dir aber auch nicht. Hast du eine Ahnung. Bestimmt hat deine Frau dir geholfen. Deckel. Der Deckel muss drauf. Ja, so halbwegs. Ja, ja so drauf. Gut wie es geht. Ja. Ja, okay. Dann sammeln wir jetzt noch ganz kurz die Hitze, dass der Käse etwas schneller schmilzt. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, und zwar drinnen. Mhm. So, gucken wir mal. Ich würde fast sagen, das reicht, bevor uns das Zeug unten drin verkokelt. Zieh mal den Handschuh gleich an. Jo. Nimm die Pfanne runter und dann gehen wir nämlich rein. Alles klar. Hast du den zweiten Handschuh noch? Den habe ich gerade an, weil ich will ja hier dieses Bastelkreuz schnell runter tun. Mhm. Um die Kugel auszumachen. Nee, ich brauche einen zweiten Handschuh, wirklich. Gib mir schnell den zweiten Handschuh. Das wird echt heiß. So, Leute, wir gehen rein. Weil die schwer ist. Der fängt hier zum Heulen an. Nein, jetzt geht's. Ja. Jetzt geht's. Ja, mit einer Hand ist die echt schwer. Weichei. Geh mal rein, tu mal essen. Ja, mal auf. Eine schöne Scheibe Butterbrot. Tja, und wie gesagt, lieber haben wir den Käse nicht ganz so verschmolzen, als dass es unten drunter schwarz wird. Heumann, du darfst dir was nehmen. Ja. Bitteschön. Eine Pfanne. Chip. Die Spiegelei-Ding. Das finde ich cool. Und habt ihr das gesehen, was er sich schon bereitgestellt hat? Eine kulinarische Wildsau. Nein, ja. Das darfst du jetzt auch nicht sagen. Jo, okay. Gut. Andrea? Dann nimmt die Schatzi noch eine Ecke und danach komme ich. Und das sind so richtig schöne Stücke. Geil. Mhm. So, Freunde, dann kommt noch das fröhliche Probiererle. Und vielleicht kommt noch die Ketchup-Nase im Hintergrund und zeigt, wie viel Ketchup er wieder draufgehauen hat. Ja, dann komm rüber. Mhm.
dafür viel zu wenig. Da muss noch ein bisschen mehr drauf. Außerdem, warum ist eigentlich. Oh, auf dem Butterbrot muss ich auch noch drauf tun. Auf. Ach, ich werde wahnsinnig. So. Einfache, leckere Kombination. Traumhaft. Ja. Und dann kann man schön sich so das Butterbrot nehmen und dann. Das ist voll geil. Aber nur ohne Ketchup, geil. Mit. Oh, Leute, wir sehen uns nachher noch zum Fazit und für die Schlussszene. Bis gleich. So, also, was ist jetzt hier los? Also Leute, reden wir mal übers Essen, übers, machen wir unser Fazit, genau. Mhm, machen wir. Sehr lecker, eine richtig, richtig leckere Pfanne war das. Wirklich mit den einfachsten Zutaten, aber geschmacklich einfach hervorragend. Also mehr kann man dazu gar nicht sagen, das Ding war richtig stimmig. Mhm. Ja, ja. Hast du noch was hinzuzufügen? Nö, mit Ketchup schmeckt es halt besser. Mit Heinz-Ketchup schmeckt immer alles besser. Irgendwas, denke ich mal, noch ganz, ganz Gemeines für den aus. Jo, ja, dann ist unser gemeinsames Wochenende hier auch vorbei. War schön, wieder dich mal zu Besuch zu haben. Ja, leider Gott sei Dank. Das ist schön, war, oder? Komm, du hast schon... Er sagt, es war schön, mich zu Besuch zu haben. Habe ich das jetzt falsch verstanden? Egal. Ja, also ich freue mich immer, wenn ich dich besuche. Also Leute. Außerdem im Livestream habe ich dir so einen guten Lachflash verpasst. Also wenn jemand will, dass er auch mal lachen möchte, komme ich gerne mal vorbei. Also Leute, ihr könnt es bei ihm ein Abo dalassen. Ja. Aber besser ist natürlich, bei mir das Abo dazulassen. Nee, der hat so viele. Das reicht. Ich bei weitem nicht. Ich habe nur 300 oder so. Ja und? Ja gut, okay. Ja, jeder muss mal klein anfangen. Nee, ich habe auch nicht 300 paar zerquetschte. Ja, ein paar zerquetschte, die 14. Hinter der Kommastelle. Ja, genau. Okay, Leute. Nee, lasst bei ihm auch ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Däumchen nach oben wird uns gefallen. Genau. Wie gesagt, bei ihm der komplette Zusammenschnitt. Ja. Ich sag dann zu dir, verschwind endlich und komm bald wieder. Ja, ich verschwinde und komm bald wieder. Ja. Also, dass ich dir wieder auf den Nerven gehen kann. Ja, es war ein tolles Wochenende, kann man nichts sagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ja. Auch wenn, bei uns hier aus der Region jetzt wegzieht. Mhm. Ja, man muss halt länger fahren. Selber schuld. Kein Problem. Okay, Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschaikowski. Das war's. Shaka! So Leute, noch ein kurzer Nachtrag. Und zwar das Fazit zum Barbecue-Kreuz. Es ist meines Erachtens nach ein nettes Gimmick. Sorry Grillshow, aber ob man es jetzt wirklich unbedingt braucht, ist eine andere Sache. Man kann damit arbeiten, man muss nur extrem vorsichtig sein mit der Befeuerung. Oder was sagst du dazu? Ja, das stimmt. Muss man halt darauf achten. Also. Ja. Aber wenn man sich mal darauf eingeschossen hat, eingespielt hat, ist das mit Sicherheit ganz witzig. Wenn man wocken tut, ist das mal wahrscheinlich mit Sicherheit richtig geil. Wenn da so viel Dampf unten drunter ist, aber... Oder eine Paella-Pfanne. Ja, wenn ein Topf oder eine Pfanne oben, eine normale Pfanne oben drauf steht, ja, dann wird es schon kritisch. Also da vorsichtig sein. Du hast halt... Aber du hast halt mit dem Abelkreuz direkt auf dem Weberkugel jetzt einfach mal. Könnt ihr ja auf andere Sachen ja auch drauf... Du hast halt die perfekte Arbeitshöhe. Ja. Das hast du halt. Ja, das auf alle Fälle. Sagen, ja. Und, jetzt hast du mich rausgebracht. Entschuldigung. überlegen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Was Positives.
Also das ist auf jeden Fall positiv, dass man die Arbeit hat, dass man eine richtig schöne Arbeit hat und dann muss man runterpucken muss. Weil wenn man die im Dutch kann man ja direkt in die Webekugel reinhängen, aber dann hängt bis so drüber und so was halt oben drauf. Also wie gesagt, man muss sich damit ein bisschen befassen, wenn man das einmal richtig rausbekommen hat, wie man es befeuert hat, mit Sicherheit eine richtig geile Sache. Es gibt ja wahrscheinlich noch eine Million andere Anwendungsmöglichkeiten dafür. Ich habe bis jetzt ja erst eine ausprobiert. Ja, wir werden sehen, was noch kommt damit. Alles klar, und jetzt sind wir endgültig weg. Im Klabo ist auch richtig gut.